Hallo, ich bin Sebastian von den DocSpotters und ich sitze heute hier neben Christoph Terhechte, dem Festivalleiter von Doc Leipzig. Herr Terhechte, erstmal vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, das Interview mit uns zu führen. Und ich will auch gleich mit der ersten Frage einsteigen. Sie sind ja jetzt dieses Jahr erst nach Leipzig gekommen. Was macht das Doc Leipzig für Sie aus? Das habe ich natürlich schon viel früher beantworten können, diese Frage für mich. Es ist eins der renommiertesten. Es ist das älteste Dokumentarfilmfestival der Welt. Und ich habe die paar Mal, die ich hier gewesen bin, hier immer eine extrem freundliche Atmosphäre wahrgenommen und einen Ort, an dem man sich wirklich mit anderen Menschen unterhalten kann, auseinandersetzen kann über Dokumentarfilm. Und in dieser Zeit, bevor Sie hier Leiter geworden sind, wie war da Ihr beruflicher Werdegang? Ich bin schon in den 80er Jahren in Hamburg beim Festival tätig gewesen. Dann war ich lange Zeit Filmjournalist bis 1997. In Berlin vor allem, beim Tipp-Magazin, was damals noch einen sehr, sehr umfangreichen Filmteil hatte. 40 Seiten haben wir alle zwei Wochen gemacht, das war schon was. Und bin dann Ende 97 angefangen beim Forum der Berlinale, was ich seit 2001 geleitet habe, 17 Jahre lang. Und dann bin ich nach Marrakesch gegangen, nach Marokko, und habe da die künstlerische Leitung des Internationalen Filmfestivals übernommen, bevor es mich nach Leipzig gerufen hat. Sehr schön. Genau, Sie sind jetzt seit Januar hier Direktor. Was macht man denn eigentlich so den ganzen Tag lang als Festivaldirektor von so einem großen Festival? Mit Menschen sprechen sehr viel und versuchen, ein Konzept auf die Beine zu stellen, was dann auch umsetzbar ist. Letztlich haben wir das Konzept für das, was wir jetzt machen, schon im April festgezurrt. Wir haben die ersten Weichen natürlich schon im Januar gestellt, als wir uns überlegt haben, wie wir das Festival reformieren wollen, was wir neu machen wollen, was wir abschaffen wollen. Das braucht seine Zeit, um es so zur Reife zu bringen, dass man es dann auch in einem größeren Team und der ganzen Dynamik, die damit verbunden ist, umsetzen kann. Und dann muss man den Prozess die ganze Zeit begleiten. Es ist so, dass die Programmierer, die dafür sorgen, dass heute Abend die Livestreams aus dem CineStar in die Wohnzimmer der Republik übertragen werden, dass die jetzt noch programmieren. Und ich denke mal, so bis um 16 Uhr sollten sie hoffentlich fertig sein. Es wird alles mit der heißen Nadel gestrickt, gerade in so einem Jahr, wo man vieles neu erfinden muss. Und das muss die ganze Zeit begleitet werden. Und man kann die Prozesse nicht einfach so laufen lassen. Und im Rahmen dieser Vorbereitungen haben Sie ja auch viele Filme mitgesichtet, haben sich da sehr auch engagiert. Wenn Sie jetzt den Überblick über alles, was Sie an eingereichten Filmen gesehen haben, mal einrahmen müssten, waren da bestimmte Themen auffällig? Was sticht heraus? Was ist wichtig dieses Jahr gewesen? Wenn man ein Filmfestival zusammenstellt aus den eingereichten Filmen und einigen weiteren natürlich, die man auch zur Einreichung auffordert oder von denen man gehört hat, wo man dann direkt an die Filmemacher rantritt, aber im Wesentlichen aus den eingereichten Filmen, dann gibt es in dem Prozess einen Moment, an dem man erkennt, wo eigentlich die Trends hingehen. Und dann ist der Augenblick gekommen, wo man in der Gruppe, und wir machen das alles wirklich in der Gruppe, das ist keine autoritäre Struktur, wo man in der Gruppe dann überlegt, was kann man betonen, was kann man wie kombinieren, wo man Verbindungen sieht zwischen Filmen auch sehr unterschiedlicher Provenienz, wo ein Film aus Argentinien mit einem Film aus Russland plötzlich Gemeinsamkeiten zeigt. Und je mehr man sieht und je mehr einem auffällt, umso besser kann man daraus dann ein Programm auch komponieren oder kuratieren. Da gab es einiges, was uns aufgefallen ist. Zum einen war das die Tatsache, dass sehr viele Filme sich mit dem Thema Familie beschäftigen, was auf eine sehr merkwürdige Weise in diesen Moment traf, in dem wir uns alle wieder zurückwenden mussten auf unsere Familien, weil wir durch Corona plötzlich weniger öffentliches Leben hatten. Es ist so, als hätten quasi die Filmemacher sowas geahnt und uns schon den richtigen Stoff anheimgegeben. Das andere ist, dass es sehr viele Filme gibt, die aus den USA kommen, sehr spannende Filme, die sich alle mit der politischen Lage dort beschäftigen, die aber nicht jetzt unmittelbar sich mit Trump und Wahlkampf und politischen Entwicklungen auseinandersetzen, sondern eher mit den Befindlichkeiten in diesem Land und mit der tiefen Zerrissenheit des Landes. Ein Beispiel, wir haben einen Film über den amerikanischen Bürgerkrieg, der nun ja auch schon eine halbe Ewigkeit zurückliegt und trotzdem bis heute die Klüfte in den USA bestimmt. Der Zugang aber zum amerikanischen Bürgerkrieg in diesem Film, der heißt The Annotated Field Guide of Ulysses S. Grant, ist einer, der sich über Brettspiele
vollzieht. Der Regisseur hat herausgefunden, dass es zu fast jeder Schlacht dieses Bürgerkriegs ein Brettspiel gibt und hat diese Brettspiele alle vor sich ausgebreitet und hat damit einen filmisch extrem originellen Zugang zu einem fast schon abgegriffenen Thema, was aber auf die Art und Weise nochmal ganz frisch wird. Und diese Art, einen originellen Zugang, einen persönlichen Zugang zu finden, die ist etwas, die uns natürlich begeistert, wenn wir einen Film nach dem anderen sehen und wo man sofort weiß, aha, das ist es, dafür muss man einen Platz schaffen im Programm. Genau, jetzt haben Sie es natürlich schon angedeutet, dieses Jahr war logischerweise natürlich unpassend auch in Ihrem ersten Jahr hier in Leipzig ein sehr besonderes Jahr. Die Welt kämpft seit Frühjahr mit dem Coronavirus. Was waren für Sie jetzt bei der Organisation des Festivals dieses Jahr, gerade eines so großen, eigentlich sonst sehr internationalen Festivals auch, was waren die größten Herausforderungen bei der Planung? Ja, zunächst mal mussten wir uns entscheiden, was wir machen. Wir hatten drei Möglichkeiten, wenn wir es jetzt nur einzeln hätten betrachten wollen. Wir konnten das Festival absagen. Das kam für uns nicht in Frage, weil wir Kontinuität brauchen für das Festival, für das hiesige Publikum, auch für die Filmschaffenden. Wir wollten nicht beitragen zu einem großen Scherbenhaufen in der Filmwelt und einer Situation, in der man alles neu aufbauen muss. Dann hatten wir die Möglichkeit zu sagen, gut, wir sagen alles ab, wir gehen nur online. Wir machen ein reines Online-Festival. Wollten wir nicht, weil wir nicht den Kinos quasi schon ein halbes Jahr vorher die Solidarität aufkündigen wollten und dachten, ja, vielleicht gibt es ja eine Chance, auch in die Kinos zu gehen. Oder wir hätten sagen können, wir riskieren es, wir machen das Festival nur im Kino, wir machen es so wie gehabt, wir laden auch Gäste ein und schauen, ob es klappt oder nicht, hätten dann aber für den Fall der Fälle kein Online-Element gehabt. Wir haben uns dafür entschieden, dass wir beides zusammenfassen, dass wir dann keine Gäste einladen nach Leipzig. Das ist natürlich traurig, aber es zeigt sich in der gegenwärtigen Situation, kann sowieso niemand reisen. Es werden sicherlich einige Filmemacher auf eigene Faust kommen hier aus dem Umland. Aber ich glaube, es war richtig zu sagen, wir sparen an der Stelle und haben dafür die Mittel, um das Festival auch online zu tragen. Und wenn das Schlimmste passiert und wir hier in drei Tagen mitten im Festival plötzlich die Reißleine ziehen müssen, dann kann man das Programm und auch alle anderen Aktivitäten, die Gespräche über Filme und das, was das Industry-Programm ausmacht, also wo die Filmbranche sich trifft und über neue Filmprojekte spricht und so weiter, kann man das alles trotzdem stattfinden lassen. Genau, und welche Chancen sehen Sie vielleicht für die Zukunft, ganz perspektivisch gedacht, wenn Corona einmal nicht mehr ist, dass es jetzt so hybrid stattfinden konnte? Wir haben extrem viel hinzugelernt in diesem Festival. Wir haben ja quasi auch ein neues Festival erfunden, was es so noch nicht gegeben hat. Die ersten Festivals sind schon im März online gegangen, aber so wie wir das jetzt hybrid machen, ist es was ganz Neues. Und ich glaube, dass wir da auch Lehren für die Zukunft rausziehen können, dass wir es auch möglich machen können, dass auch in Zukunft Zuschauer, die eben nicht in Leipzig sind, sich das Programm anschauen können, dass auch in Zukunft Branchenvertreter an Doc Leipzig teilnehmen können, an den Branchenveranstaltungen, ohne dass sie in ein Flugzeug steigen und tausende Kilometer fliegen müssen. Wir haben, bevor wir über Corona diskutiert hat, war Fridays for Future das große Thema Global Warming. Und das ist nicht vorbei, nur weil es jetzt Corona gegeben hat. Ich glaube, es ist gut, wenn wir alle weniger reisen, wenn die Festivals, die nämlich eigentlich Umweltschweine sind, weil sie so irrsinnig viele Reisen notwendig machen, sich konzentrieren, weniger internationale Gäste haben, denen aber dann die besondere Atmosphäre der Stadt auch vermitteln können und sie animieren können, ganz intensiv am Festival teilzunehmen. Sprich, eine Filmschaffende muss, wenn sie ihre Premiere bei einem Festival hat, dann nicht hinterher noch an 30 anderen Festivals teilnehmen, sondern vielleicht nur noch an 3 oder 4 und das war's dann. Und eine Filmredakteurin, sagen wir mal aus Japan oder Toronto, die bisher auf 15 oder 20 verschiedenen Veranstaltungen war mit Pitchings, wo man über neue Projekte spricht, kann das auch in den meisten Fällen online machen und online daran teilnehmen. Diese Möglichkeit wollen wir geben, aber gleichzeitig wollen wir natürlich auch, dass Leipzig als Festival mit einer ganz besonderen Atmosphäre so attraktiv ist, dass manche Leute sich sagen, ja doch, also wenn ich jetzt aus den 12 Festivals, die ich zur Wahl habe, 3 wählen kann, ist Doc Leipzig eins davon. Genau, und dann als letzte Frage, worauf freuen Sie sich denn persönlich am meisten diese Woche, wenn denn alles stattfinden kann? Ich freue mich jedes Mal, wenn ich in die Verkaufszahlen gucke und sehe, wie viele Dauerkarten schon verkauft sind. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich in ein Kino komme und sehe, dass doch Leute da sind, auch wenn wir nicht alle Plätze besetzen können. Und am meisten freue ich mich darauf, die Begeisterung, die wir beim
Machen des Programms erfahren haben. Und ich glaube, wir sind alle sehr, sehr glücklich mit dem, was wir zusammengestellt haben. Wenn wir diese Begeisterung auch vermitteln können und Feedback kriegen. Das sind die schönen Momente beim Programm machen. Ja, dann danke ich Ihnen recht herzlich nochmal, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns hier Rede und Antwort zu stehen, und wünsche natürlich eine erfolgreiche Festivalwoche. Und genau, wenn euch noch interessiert, was wir als DocSpotters die Woche über noch produzieren und machen, dann schaut gerne bei uns im Blog vorbei oder auf unserem YouTube-Kanal.